Die Dresdner Eislöwen werden präsentiert von Vimodrom, der starke Partner für ihre Gesundheit. Fünfter und sechster Spieltag in der DEL 2 stehen bevor. Freitagabend Heimspiel unserer Dresdner Eislöwen gegen die Bayreuth Tigers um 19.30 Uhr und am Sonntag 18.30 Uhr dann das Auswärtsspiel beim EC baden Wir wollen vorausschauen auf das Wochenende mit unserem Cheftrainer Andreas Brockmann an die... Ich habe schon mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen, es tat gut, diese ersten drei Punkte eingesammelt zu haben, aber es ist jetzt natürlich kein Grund, sich darauf auszuruhen, sondern das nächste Wochenende steht an, nachlegen. Ja, auf alle Fälle, es ist, wenn du das erste Wochenende keinen Punkt machst, der, der Druck war natürlich schon ein bisschen da, aber es ist ja lange Saison und alles, es, es macht natürlich viel aus, wenn du, wenn du den ersten Sieg dann reinholst, wir hätten am Freitag vielleicht schon holen können, aber mei, es ist so, wie es ist und wie du richtig gesagt hast. Der, man kriegt, das, ist, das war, wir müssen uns jetzt vorbereiten auf das nächste Spiel. Ist, wenn man so einen ersten Sieg dann einfährt, äh, du hast gesagt, am wichtigsten sind die drei Punkte, ist es dann in Anführungsstrichen ein bisschen egal, wie es passiert, Hauptsache dieser, dieser erste Sieg, der dann wirklich auch Selbstver Selbstvertrauen bringen soll, dass der dann eingefahren ist? Ja, auf alle Fälle, aber ich muss auch sagen, äh, wir haben phasenweise sehr, sehr gut gespielt in Heilbronn, auch, auch gegen Kassel und, und, und mit Sicherheit haben wir den einen oder anderen Fehler gemacht. Der, Zurzeit sehr hart bestraft wird immer aber müssen wir daraus lernen und äh, dass wir ja, 60 Minuten sehr fokussiert sind und uns eigentlich unseren, unser Spiel machen. Ja, das gilt dann natürlich auch für morgen, wenn die Bayreuth Tigers zu Gast sind, die mindestens eine richtig, richtig gute Offensivreihe bringen. Dazu neun Torhüter, viel Erfahrung in der Abwehr. Ja, was erwartest du für einen Gegner? Ja, wäre sehr schwer. Die, die haben sie ja natürlich auch. Äh, sehr gute Verpflichtungen gemacht und der äh, Start war auch nicht unbedingt so, wie Sie sie erwartet haben. und, und äh, Wir wissen, wir haben offensiv sehr, sehr, sehr gute Jungs drin und alles, aber das entscheiden wir, wie gut das die sind. Und für uns, wir müssen, wie gesagt, ich kann es immer nur wieder sagen, wir müssen unseren Stil beibehalten, wir müssen mit Selbstvertrauen rausgehen, aber auch äh, sehr strukturiert spielen, kontrolliert spielen. Wir wollen sehr viel Druck auf sie machen, aber auch eben, wie gesagt, strukturiert. Und äh, ja, den, den Jungs keinen Spaß geben und möglichst keine Chancen, weil äh, das sind Jungs, die aus wenig Chancen auch Tore machen können. Aber wir brauchen keine Angst von denen haben oder irgendwas. Wir, gesagt, wir werden unser Spiel machen und wenn alles versuchen, dann mal wir drei Punkte holen. So soll es natürlich sein. Ähm, in der vergangenen Saison waren wir. Eines, wenn ich sogar das stärkste Heimteam der Liga. Jetzt hat es in den ersten beiden Spielen noch nicht geklappt. Klar, wir sind noch sehr früh in der Saison, aber wäre jetzt ein, ein guter Zeitpunkt, diese Heimstärke wieder aufzubauen. Das sind alles Statistiken. Letztes Jahr waren wir noch drei Spiele, die schlechtest. Die Auswärtsmannschaft waren auch die beste Mannschaft oder zwei beste Ende der Saison. Das sind alles Statistiken. Wir haben zwei Spiele zu Hause gespielt mit, mit, mit Ravensburg, wo wir auch meiner Meinung nach das Spiel auch gewinnen hätten können. Es ist so, was es ist. Das sind Statistiken. und Klar, Wir wollen natürlich die, die Fans zu Hause auch was, was bieten und, und, und einen Sieg für ihn auch einfahren. Das hoffen wir natürlich dann für das Spiel. Freitagabend gegen die Bayreuth Tigers, 19.30 Uhr geht es los. Auch hier nochmal der Hinweis: Skoda Auto Dresden Nord wird das Spiel präsentieren. Ähm, bringt eure Kinder mit bis 14 Jahre, zeigt eure Eintrittskarte vor und dann gibt es bis zu zwei Kindertickets dazu. Ähm, gratis. Also würden wir uns freuen, wenn ihr mit euren Kids kommt und die Join Next Arena voll macht. 19.30 Uhr, wie gesagt, geht's los. Vielen, vielen Dank, Andi.